irgendwas ganz und gar nicht. Oder das ist tatsächlich eine obere Etage. Warte mal, ich habe eine Idee. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin da. Huch. Nein, das wollte ich nicht. Das muss hier oben sein. Wie komme ich denn da hin? Revelio. Das ist auf jeden Fall da oben, aber ich... Ich weiß halt nicht, wie ich da hochkommen soll. Nur kurz, echt ein einziges Labyrinth, ey. Wie finden die Leute Schüler überhaupt, ohne sich zu verspäten, zu den Unterrichtsräumen? Bei so einer Komplexität. Oh, warum ruckelt das denn jetzt so? Muss ich das verstehen? Nee, ne? Ist das eine Tür? Ja. Revelio. Geht's denn hier lang? Ach so, in die Bibliothek. Hier winkt er direkt auch. Hakt sich nur wo? Hier unten oder oben drüber? Wahrscheinlich wieder oben drüber. Glaube ich. Ja. Muss hier drüber sein. Revelio. Ah, da. Lesen kann so magisch sein. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Warum begreifen Schüler das nicht? Revelio. So, wo haben wir das zweite? Hä? Oder ist das hier unten drunter? Ich glaube, das ist wieder eine Etage tiefer, ne? Aber wir haben hier noch ein Rätsel. Lumos. Ja. Ist das nicht warte. Da waren wir noch von vorne, ne? Ja. Wo, Motte, wo bist du? Da vorne, da ist sie. Komm mit. Komm mit mich, kleines Ding. So, und ab mit dir nach Hause. Ui, schon 30 von 50, uns fehlen nur noch 20. Revelio. Sorry, war da hat doch eben auch irgendwas gebingt. Oder bin ich jetzt verkehrt? Oder muss ich jetzt dafür runter da und dann nach hinten links runter? Das ist doch unerhört! Ui. Niemand hält Ferdinand Octavius Pratt zum Narren. Was ist mit dir los? So, hat jetzt da vorne irgendwie was? Revelio. Wo? Wo denn? Jetzt bescheuert oder so? Ich hör's bingen, aber ich seh's nicht. Ich wurde entführt. Revelio. Hier ist es auch nicht. Muss ich dafür jetzt echt runter?
Verstehe ich jetzt nicht. Warum kann ich mich jetzt auf einmal hier überall frei bewegen? Selbst in dem verbotenen Abteil? Das verstehe ich nicht. Revelio. Hä? Ach so. Hallo, Homura. Das erstmal aufmachen. Ich muss wahrscheinlich echt weiter runter, damit das funktioniert. Vogelscheuchen, Hexenhut, okay. Revelio. Aha, winkt das? Da, da hat's geleuchtet. Verzauberte Bücher. Am besten meidet man diese Bücher, sofern dies möglich ist. Nicht so sehr wegen ihrer Tendenz, aus den Händen ihres Lesers zu fliegen, sondern weil der Inhalt fantastisches Geschwafel ohne jeglichen pädagogischen Wert ist. Ich will's öffnen. Ich will's wirklich öffnen. Gucken, was passiert. Okay. Hört aber sonst nichts mehr zu sein, ne? Was haben wir denn hier? Ein Demigeis. Moment. Und es werden 8. Du gehörst mir, Demigeis. Ja, nachdem. So. Revelio. Hier waren noch die ganzen Sachen runtergeknallt. Okay. Ist irgendwie nicht mehr. Verstehe. Hä? Hier war nichts mehr, ne? Achso. Oh, da unten ist noch was. Da ist tatsächlich noch was. Oder habe ich die schon geöffnet? Warum wird die mir dann markiert? Muss ich das verstehen? Nee, ich will hier raus. Ich will hier raus. Ich würde gern einmal wieder in den magischen Raum, also hier den Raum der Wünsche. Ich meine, ich hätte auch nochmal unidentifizierte Gegenstände erhalten. Die würde ich gerne identifizieren. Die Brille ist sogar besser als das, was ich anhabe. Gehe ich doch darauf ein. Mal so. Und mach wieder die Brille rein. So. Gucken, wie weit man das hochdrücken kann. Würde mich echt interessieren. Warte mal, jetzt haben wir hier wieder auch einiges zum Aufsammeln, ne? So, sammeln, sammeln. Dann interagieren. So. Machen wir ja direkt wieder Tränke. Wir müssen ja noch ein paar Nebenquests ja noch machen. Ich finde, sie haben hier große Fortschritte gemacht. Ja. Da haben wir die kleinen Tierchen. Ich würde gerne, wo die Vögel sind, einmal hin. Zumindest der Großteil der Vögel. Die Fupa sind ja leider nicht hier. Mal kurz gucken. Auch Seiten. Was mit Wolkenschwinge tut mir irgendwie leid, dass die gerade so einen schwarzen Kopf hat.
Das kann ist nur ein Fehler sein. Hä? Jetzt glaube ich sammeln können. Okay. Ich habe doch die Möglichkeit, Dinge herbeizuzaubern. Mal schauen. Tierwesen, Gegenstände für draußen. Lass mal schauen. Ich würde gerne mal hier so ein bisschen dekorieren, wenn möglich. Was haben wir denn hier? Große Hippogreifstatue. Große Baumgruppe. Okay. Okay. So, kann ich rotieren lassen? Okay. Setze ich das hier hin? Ach so. Das auch so sind verschiedene Baumarten. Wenn ich das richtig sehe, ja. Hummerbaum, hochgewachsener Baum, große Baum. Ich mach mal jetzt den hochgewachsenen Baum. So. Den setze ich, würde sagen, hier hin. Passt doch eigentlich ganz gut, ne? Roter Baum, krummer Baum, hochgewachsener Baum, okay. Dann haben wir Stechginsterbusch. Was haben wir denn noch? Farnbusch? Das war eher Dschungel, ne? Farnbusch, Tauch. Einen Strauch. Ja, kommt da hin. Handbusch. Stechginster Bausch. Na. Weg, das ist nicht im spielbaren Bereich. Wieso? Wieso ist das kein spielbarer Bereich? Ich kann mich doch auch hier bewegen. Muss ich das verstehen? Auch hier im Wasser wäre das auch schön. Wie wär's? Ja, hier. So ein schöner Ort. Magisches Glockenspiel. Billywigs Stock. Steinbank. Kunstvolle Bank. Und dann noch Bodenoberflächen. Kopfsteinpflaster. Antikes Kopfsteinpflaster. So. Okay. Naturboden. Nee, ich glaube, die Wege, die brauche ich noch nicht machen, ne? Die Bullen-Dinger. Teile des Gebäudes. Nö, Tierwesen-Gegenstände haben wir nur Zuchtgehege. Tierwesen-Fütterer und Tierwesen-Spielzeugkiste. Es fehlt halt alles noch, ne? Ich habe noch so viel, was mir noch fehlt. Aber es ist immer schön, dass wir schon mal ein paar erst Bäume und Büsche hier haben. Das ist doch schon mal etwas. Der Rest kommt auch noch nach und nach hinzu. Aber mich hat doch auch Statuen und so auch schon gekriegt. Oder Fuba-Statuen und so. Oder ist das auch nur, je nachdem, in welchem Gebiet ich bin? Ich gehe mal hier hin. Oder bin ich da jetzt verkehrt? Hoppala. Teile des Gebäudes. Das sind Gegenstände für draußen. Zauberdabon, Kürbisse, riesiger Baum,
Und ist das für drinnen gewesen? Und die Fupa-Statue und so, sind das dann Dinge für drinnen? Und findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Zaubertränke? Nutzen. Anhängen. Haben wir Totenkopf und Kerzen? Was ist das denn? Wir wissen, wie das aussieht. Das könnt ihr eher für. Nee. Dann ist das echt für drinnen und so, oder? Was haben wir denn hier? Dekorationen. Gotische Stehlampe. Statue, da haben wir sie doch. Knieselstatue. Oh, süß. Ich würde die aber, wenn dann, gerne was kleiner haben. Ja? Ach, komm mal. Dann aber. Wieso kann ich das da nicht hinstellen? Dick findet, sie haben hier große Fortschritte. Dann mache ich das da. Ist mir egal. Und die Fupa-Statue. Ja, ich müsste die eigentlich da oben hinsetzen, ne? Weil die ja da oben drin ist, die Fupa-Statue. Ach, die Fupa sind ja da drin. Na, komm schon her. Ich würde das gerne dahin setzen, aber es scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie nicht. Schade. Dann lasse ich die da erstmal sitzen. So. Okay. Was ist das für Geräusche? Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Wo kommen die Geräusche her? Kommt das nicht nur daher oder kommt das auch hierher? Ich bin verwirrt über die Geräusche. Es scheint von den Töpfen zu kommen. Lass mal gucken. Wir haben hier noch was. Ich sollte an der Jahresabschlussfeier in der großen Halle teilnehmen. Erreiche Stufe 34. Also muss ich 34 werden, um das machen zu können. Ich habe Stufe 28, also bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Ne? Was haben wir denn hier? Das ist schlechter. Das heißt, es wird noch einiges kommen jetzt an der Nebenquest. Oh, wenn ich das so richtig sehe. 10 von 24, das heißt, ich habe noch 14 Platz. Inventar. Wie vom Minister an Weasley. Denkschrift an Links. Nachricht an Professor Binns. Behandlungsnotiz. Behandlungsaufzeichnung über einen Patienten mit Drachenpock. So, ja, den hatte ich ja auch gelesen. Dann. Warte mal, wie viele Demigeist haben wir jetzt eigentlich? Steht das im hier drin? 5. Wie viele brauchen wir? Diamant im Mond, Zentau. Hier haben wir das. 5 habe ich. Das heißt, ich könnte das jetzt machen und habe dann Stufe 2 und käme dann somit dann jetzt auch schon an einigen Stellen hin. Okay. Muss ich dahin? Zu dem? Dahin. Wie das aussieht? Hier auf die Höhe. Wieder mal auf Abenteuertour? Ja. So.
An dem Kompass hinterher. Es ist dunkel. Das heißt, ich kann sowieso noch ein paar mehr Demigeis finden. Und müsste dann auch automatisch zu dem einen Dorf können, rein theoretisch sehen. Ne? Das war ja, glaube ich, Stufe 2. Achso, das war wegen den Treppen. Ich dachte gerade schon, kommt das Geräusch her. Der steht immer noch hier, okay. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Mir geht es schon besser, jetzt wo ich weiß, dass die Statuen weg sind. Ich hatte versprochen, Ihnen zu zeigen, wie Sie alle Humore verbessern, wenn Sie mir genug Monde bringen. Mit diesem Wissen können Sie noch stärkere Schlösser knacken. Aber ich weiß immer noch nicht, wer hinter diesen Statuen steckt. Es gibt noch viele üble Dinge, die darauf warten, mich zu quälen. Wenn Sie mir mehr Monde bringen, zeige ich Ihnen die mächtigste Form von Allohumora, die der Welt der Zauberei bekannt ist. Oder zumindest mir. Suchen Sie diese Monde. Das würde mich beruhigen und wir könnten herausfinden, wer hinter all dem steckt. Gerne, sage ich nicht nein zu. Sind jetzt auf jeden Fall 3 Demigeis, ja? Okay, nicht 3, 13. Voll verlesen gerade. So, achso, das ist im Hauspokal, okay. Dann hatten wir noch Triff Sebastian und Anne außerhalb von Fellcroft. Machen wir doch das mal, ne? Vielleicht finden wir ja unterwegs noch ein paar Demigeis. Mal schauen. Und ich wollte ja unbedingt gucken, dass ich noch einen Grabhorn kriege. Vielleicht ein Weibchen und ich brauche noch ein Einhornhengst. Stimmt, das war ja, kam ja auch noch hinzu. Ein Einhornhengst brauche ich noch. Wer hier wohl wohnt? Wenn es das überhaupt gibt, ich weiß es ja gar nicht. Ob es hier auch einen Einhornhengst gibt oder jetzt auch einen weiblichen Grabhorn noch, ne? Das wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn wir noch die geschlechtlichen Gegenstücke bekommen für eine erfolgreiche Zucht. Vielleicht. Mal gucken. So. Demigeist, du gehörst jetzt mir. Hier, Demigeist. Alle Homura. Genau das. Ja, der Demigeist wird jetzt auf alle Fälle mir gehören. Revelio. Komm her. Meins. Warum kann ich hier nicht laufen? Warum nicht? Muss ich das separat einlinken? Ja. Ist ein bisschen doof, aber was soll's. Oh, die Recall-Statue haben wir jetzt gekriegt. Schön. Schade, dass man diese Statue nicht auch draußen platzieren kann. Das würde ich unheimlich gerne machen für die Tiere. Revelio. Ansonsten habe ich ja alles, ne? Ja. Sieht zumindest danach aus. Gut. Hier kann ich wieder laufen. Da haben wir die Übungspuppen. Das werde ich aber eben mal ändern. Mich würde es nicht wundern, wenn es nachher heißt, kämpfen. Gucken, ob wir sie jetzt heilen können. Sebastian! Ein Relikt aus den Katakomben, das ein dunkles Opfer erfordert? Ich weiß, wie das klingt, aber wenn es hilft, lohnt sich das Risiko. Weiß Ominous auch davon? Er half, das Kryptorium mit Slytherins Zauberbuch zu finden. Nun gut, wenn Ominous dabei ist, werde ich auch kommen. Wir haben nicht viel Zeit. Solomon will Fellcroft verlassen. Was? Verlassen? Egal, du musst ihn hinhalten. Verschaff uns Zeit, Anne. Bitte. Ich versuche es. Ich melde mich. Solomon kann Anne nicht aus Fellcroft wegbringen. Wohin würden sie denn gehen? Sebastian. Unfassbar, dass mein Onkel Fellcroft verlassen will. Anne wird ihn hinhalten. Das muss sie. Wir brauchen Zeit. Zeit? Wofür?
Ich habe mehr über das Relikt erfahren. Ich habe Slytherins Zauberbuch mit dem verglichen, was in der Bibliothek über Relikte und dunkle Opfer steht. Dabei wurde mir etwas klar. Ich glaube, das Relikt funktioniert nur in der Katakombe. Wir müssen Anne in die Katakombe bringen und dann ein Opfer darbieten? Das klingt riskant. Es ist das Risiko wert. Unsere größte Hürde könnte Ominous sein. Anne gibt dem Ganzen nur eine Chance, wenn er dabei ist. Und wir müssen es vor deinem Onkel verheimlichen. Wenn er zum Schulleiter geht, fliegen wir von der Schule. Ich regel das mit Ominous. Was meinen Onkel angeht, er ist kein Auro mehr. Was er nicht weiß, wird uns nicht schaden. Würde dein Onkel alles dem Ministerium melden, wenn er es herausfindet? Ich bezweifle, dass er zum Ministerium geht, wenn er es erfährt. Er hat sich nicht im Guten getrennt. Er sagt es nicht, aber seine Abneigung gegen schwarze Magie hat sicher etwas mit seiner Zeit dort zu tun. Anne glaubt, er wollte einst Feuer mit Feuer bekämpfen und setzte einen unverzeihlichen Fluch im Kampf gegen schwarze Magier ein. Zumindest hat sie das so verstanden. Als er erkannte, wozu sein Beruf ihn gemacht hatte, gab er ihn ziemlich abrupt auf. Ich glaube nicht, dass er dem Ministerium von schwarzer Magie in seiner eigenen Familie berichten würde. Viel Glück mit Ominous. Bis zum nächsten Mal. Ich werde dir sagen, wann wir vier uns in der Katakombe treffen. Achte auf meine Eule. Bis bald dann. Ja, dann geht's jetzt demnächst in die Katakombe. Mal wieder. Klasse. Super. Da, wo mir das riesengroße Unglück und Missgeschick passiert ist mit dem Pausebildschirm. Yay. Oh, schön. So, was haben wir hier? Hippogreifbau. Hippogreifbau? Ich wusste gar nicht, dass hier ein Hippogreifbau ist. Nee, warte. Dann kommt das dahin. Gucken, ob da noch ein Weißer ist. Ich will wissen, ob der Fehler noch bei einem anderen Weißen auftaucht, falls da Hippogreife sein sollten. Und falls ein ganz Weißer sein sollte. Hippogreif. Okay, aber jetzt haben wir mal einen Unsichtbar-Modus. Ich will die ja nicht direkt verschrecken oder so. Jetzt bin ich aber keine Hippogreife. Oh nein. Ich glaube, das ist auch ein Bug. Das kann nur ein Fehler sein. Weil das ist mal also auch ein Weißer. Das ist ein Weibchen. Ein braunes Weibchen. Das ist schön. Wir haben ein Männchen und ein Weibchen zu Hause. Ist das echt ein Bug mit den Weißen, ne? Ich würde den Weißen gerne machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also den Braunen so. Einmal. Der Weiß ist wahrscheinlich jetzt alles gut. Können. Ich warte hier noch, dass der auch wieder da ist, der männliche. Da, da ist er. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das glaubt Professor Howen nie. Okay.